Guten Morgen, wir haben jetzt noch gerade Haare gewaschen und werden jetzt unsere Wasserkanister auffüllen mit dem Wasser von hier, damit wir jetzt wieder länger nicht auffüllen müssen. Und dann machen wir uns langsam auf den Weg. Wir haben 5 Meter durchsichtigen Schlauch mit und eben sogar den Adapter für die meisten Gewinde. 5 Meter geht sich, glauben wir, gut aus, dass man so ums zu jedem Wasserhahn hinkommt. Und der Wasserhahn hier hat super viel Druck, also wir könnten wahrscheinlich sogar den Wasserfilter verwenden, aber jetzt halte ich das Wasser noch für bedenkenlos trinkbar. Und letztes Jahr hatten wir ja die 20 Liter Kanister, die wir immer außerhalb vom Auto befüllt haben. Und die waren schon schwer und die sind jetzt eben 30 Liter Kanister, 3 Stück davon. Jetzt ist es eben so gemacht, dass man sie im Auto befüllen kann im Idealfall, aber eben theoretisch auch alle rausnehmen kann. In gefühlt 2 Minuten hatten wir das ganze Wasser voll. Das ist jetzt das erste Mal eben, dass wir es aufgefüllt haben. Ja. Also. Und voll angenehm, jetzt sind wir wieder unabhängig. Ja, das möchte ich aber wirklich noch kurz loswerden. Das ist ein Hühnersdorf-Kanister. Siehst du, das knickt da ein. Das ist so fest, ich kann es schon mit einer Hand drehen, aber es knickt immer so ein. Ja, ja, und irgendwann wird es halt hier ausreißen. Genau, und beim Zumachen genau dasselbe in die andere Richtung. Es ist quasi ein durchgehender Zylinder, der von einem anderen umfasst wird. Und da ist eben zu viel Reibung dazwischen. Ich habe mir schon versucht, hier oben einen Tropfen Öl hinzugeben, aber innen drinnen kann man es halt nicht schmieren, dass leichtgängig geht, weil da das Trinkwasser durchfließt. Wir haben es eben jetzt schon bei Kälte und bei Wärme, also egal wie sich das Material ausdehnt oder zusammenzieht, es ist immer blöd. Und es ist eben wirklich nur eine Frage der Zeit. Und jetzt eben im Vergleich der, den wir jetzt im Baumarkt gekauft haben. So könnte es sein. Ja. Ja. Vielleicht war es ein Produktionsfehler. Kann ich sagen. Ich dachte halt, das geht am Anfang schwer und es wird mit der Zeit leichter gehen. Mhm. Problem. Und zwar ist es so, dass das Batterieladegerät nicht mehr geladen hat während der Fahrt. Und dann haben wir das kombiniert, dass die Karin vor ein paar Tagen so einen Plastikgeruch, so schmelzendes Plastik gerochen hat. Dann ist in meinem Hinterkopf nämlich aufgepoppt, dass bei dem Bastelvideos aus Hamburg, hat irgendjemand, eine einzige Person kommentiert, nehmt lieber andere Sicherungshalter, die schmelzen regelmäßig. Das wäre sehr viel Aufwand gewesen und habe mich dagegen entschieden, auf ihn zu hören. Und da haben wir irgendwie das komplette Ding einmal rausgeschmolzen. Also hier ist es zu warm geworden, das sieht man ganz schön. Und ich weiß echt nicht, wie das sein konnte, weil es war wirklich gewissenhaft und gut verkrimpt. Das heißt, wir können jetzt gerade die Batterie nicht laden. Genau, das Fazit. Ist aktuell. Also genau, wir können problemlos fahren, wir können alles andere machen, aber alles, was mit Strom zu tun ist, wir haben jetzt noch 120 Amperestunden zur Verfügung. Das Problem ist nur, ich wüsste nicht wirklich, wo man das gut in Bulgarien bekommt. So, wir machen jetzt eine Brainstorming-Pause hier bei der OMV-Tankstelle, weil wir halt das Ganze nicht allzu aufwendig gestalten wollen, weil wir immer im Hinterkopf jetzt haben, wir könnten auf Amazon alles innerhalb von 3 Tagen irgendwo hingeliefert bekommen. Wir versuchen es jetzt eben ein paar Mal bei Geschäften, aber wenn das nicht quasi auf Anhieb funktioniert, dann werden wir es bestellen und dann ist es wahrscheinlich am Donnerstag da. Weil sonst generell muss man ehrlich sagen, so richtig gefallen tut es uns in Bulgarien leider nicht. Ja, man kann jetzt nicht fürs ganze Land sprechen. Genau, und eben... Ja, und das, was ich vorhin eigentlich lange beschrieben habe, wo ich nicht wusste, wie man es sagt, aber ich glaube, ich habe einfach Heimweh. Also wir haben jetzt gerade darüber geredet. Ich hatte noch nie Heimweh in meinem ganzen Leben. Und manchmal reicht dann so eine Kleinigkeit wie, oh, wir müssen ein Ersatzteil besorgen, dass man halt dann keine Lust mehr hat. Voll, ja. Aber das wird schon wieder. Wir haben gerade geschaut, es gibt ein Rosental in Bulgarien, wo jetzt gerade Saison ist. Und da werden wir vielleicht hinschauen, das wäre sicher voll schön. Aber jetzt genau. Probieren wir mal ein bisschen, ob wir es vielleicht eh nicht bestellen müssen, sondern ob wir es da irgendwo bekommen. Ja, das wäre natürlich toll. Wow, ein Bentley Bentayga. Mit goldenem Kontrastdach. Wir waren zuerst im Bauhaus und haben da einen sehr hilfsbereiten jungen Mann getroffen, der uns dann gezeigt hat, wo wir das, was wir brauchen, kriegen können. Jetzt sind wir in einem Elektromarkt und der Mitarbeiter ist auch sehr nett und zeigt uns das alles. Also ich weiß nicht, ob wir da alles bekommen, aber auf jeden Fall mal das Kabel. Also wir haben jetzt schon das Kabel und die Kabelschuhe gefunden. Dort haben sie das einzeln, die Sicherung, die uns jetzt eben durchgebrannt ist. Aber die bessere oder die gleiche? Nein, die gleiche, schlechte. Oh. Wir parken hier so lustig. Es war irgendwie so eine Nebenstraße, aber dann ist es doch irgendwie zum Gehweg geworden und sehr seltsam. Wir brauchen übrigens Cash. Ja. Halt dasselbe wie vorher, aber wir können ja aus unseren Fehlern lernen. Eins, das schon connected ist. Ja, mittelgut. Ja. Wir fahren jetzt von Geschäft zu Geschäft und von Geschäft zu Geschäft werde ich
glücklicher und erleichterter. Wir sind jetzt wieder in dem Geschäft, wo sie ganz nett zu uns waren, wo wir die Kabel gekauft haben und so. Und der war so lustig, weil der Daniel hat ihm jetzt diese Sicherung gezeigt, die er gekauft hat. Er hat gemeint, ja, aber letztes Mal habe ich es mit der Schraube befestigt. Und dann ist ihm das passiert. Und dann hat er ihm das Foto gezeigt, wo es vollkommen geschmolzen war. Und er so, ja, aber das ist ja dasselbe. Warum hast du jetzt wieder dasselbe gekauft? Also so auf, ja, wenn es das erste Mal nicht funktioniert hat, warum kaufst du dann wieder die gleiche schlechte? Aber das ist halt die einzige, die wir kaufen konnten. Wir probieren das einfach mal. Und der Kundenparkplatz von dem Elektromarkt ist ein bisschen abenteuerlich und eigentlich nur mit Geländewagen zu befahren. Riesenschlagloch! Noch ein Rezept gegen Heimweh. Heimische Supermärkte besuchen. Es ist zwar alles auf Kyrillisch angeschrieben, aber es ist ein Bilder. Wow. Es gibt jetzt wirklich fast alles, was es in Österreich auch gibt. Das ist alles auf Deutsch beschriftet. Ja. Wiener Zucker. Wir brauchen gar kein Kilo Zucker, aber... Es gibt wirklich 260 Gramm Waschmittel zu kaufen. Für 4 Waschgänge. Das ist wirklich Waschpulver. Wir brauchen nie mehr. Wir haben immer war es ein Problem. Ist das nicht toll, Karin? Ganz schön viel eingekauft. Ja. Wo ist der Jungbrunnen? Ganz unten. Na super. Und jetzt essen wir erstmal. Ja. Nicht drinnen. Und den Karin von draußen am Stehtisch. Und weil wir uns heute Vormittag schon über den Kanister beschwert haben, dem schlechten Hahn, ist hier noch was. Und zwar, wir dachten uns, ja, wir verwenden immer viel Küchenrolle, kaufen wir eine große Rolle. Und die ärgern uns eben dementsprechend jetzt schon länger als eine normale Rolle, weil sie ist zweilagig. Und die Prägung zum Abreißen, hier zum Beispiel, ist auf der einen Seite, also auf der einen Lage, anders als auf der anderen Lage. Es ist einfach wie, als wäre es nicht präferiert. Das ist so... Oh, das schaut schön aus mit dem langen Sandstrand. Ganz viele Hotelburgen. Das sind riesige Hotelanlagen. Ja, ich glaube, das sind wir letztes Mal schon vorbeigefahren. Ja, die Route sind wir schon gefahren, ja. Vor 2 Jahren. Ich glaube, da war rechts so ein ausgebrannter Reisebusser gewesen. Ja. Da am Straßenrand steht ein Skelett von einem komplett ausgebrannten Reisebusser. Da sieht man den Tank-Einfüllstutzen. Der ist zwar nicht mehr verbunden, aber da hinten ist der große Tank. Ganz oft hier in Bulgarien und auch schon in Rumänien war das bei der Ampel eben das runterzählt und dann grün aber auch runterzählt, wie lange es noch grün ist. Und das ist so praktisch. Ich meine, das verleitet die Leute manchmal dazu, dann schon bei noch 2 Sekunden rot loszufahren. Sonst finde ich eigentlich, spricht nicht viel dagegen, wieso man das nicht auch haben könnte bei uns. Wenn man weiß, okay, es ist noch 20 Sekunden rot, okay, ich kann noch kurz die Wasserflasche holen, einen Schluck nehmen oder sowas. Das finde ich ganz angenehm. Oder eben beim Stau, wenn man sieht, okay, es ist noch 5 Sekunden grün, ja, dann muss ich jetzt nicht noch beschleunigen, dass ich, weil ich eh schon weiß, das vorletzte Auto geht sich auch gar nicht mehr aus. OBSCHINA. Ah, das ist auf jeden Fall der Ort. Gemeinde, genau, okay. Gemeinde das passt. Okay. Dann mach mal O. T-P-A-D. Aber Otpad ist wahrscheinlich Müll. Ja, vielleicht Müll abladen. Ah, dürfen wir da fahren oder nicht? Hello. Hey, I think here it's possible, but it's very extreme. But this is for no, this trash. Okay. No, don't worry. Okay. Possible. Okay, merci. Very good. Also nicht schlimm. Nicht schlimm, probieren wir es. Dieser Weg sieht so vielversprechend aus und es macht einfach so Spaß, wieder so auf Schlafplatzsuche zu sein. Und ich meine, es ist halt, man sieht das nicht sehr oft, jemand fährt, aber es ist eindeutig ein Weg, wo schon mal jemand gefahren ist. Also wir machen jetzt auch nicht arg irgendwas kaputt oder so. Und man sieht halt die ganze Zeit schon das Meer und er hat schon gemeint, man kann da bis zum Meer runterfahren. Und das Wasser ist voll schön und so und oh, das wäre einfach so schön, wenn das jetzt klappt. Und sonst finden wir sicher irgendwo anders was am Meer.
Ja, das ist wieder so dass das Reisen, worauf wir uns gefreut haben. Da ist schon lange niemand mehr mit dem Auto gefahren. Und man sieht aber noch ganz viele Fußabdrücke im Sand. Also es dürfte schon zum Strand gehen, aber halt nicht mit einem normalen Auto. Ich verstehe, was er gemeint hat mit, das ist maybe ein bisschen extrem, weil wir sind da, das Meer ist schon so gesehen urnah, aber so gesehen noch urweit weg. Mm. Also, aber es gibt immer noch eben einen Weg, wo da jemand dran ist. Also. Da gibt es auch eine Feuerstelle. Schauen wir mal zu Fuß. Da wird es jetzt richtig steil, aber es ist echt schön. Man sieht schon ein bisschen den Strand. Das ist aber lustig, dass wir einfach sowas einfach zufällig finden. Was ja. Also das wäre natürlich extrem schön. Ich bin immer nur skeptisch eben bei Sachen, die man nicht tun muss. Weißt du, weil, also das Schlimmste irgendwie für mich wäre halt bei etwas, was man halt übermütigerweise tut, dann irgendwie schief zu laufen und dann irgendwie, keine Ahnung, ein Riesentrara. Und ich versuche aber nur nachzudenken, ob es wirklich sicher nicht passiert. Ja, also wir haben hier super Empfang, wir haben das Wetter steht auch gut. Es gibt keine riesen Flut, die uns da anschwemmen könnte. Wir haben gerade eingekauft. Ich bin dafür. Ja? Ja. Können wir es probieren. Vom Reifen her so? Ja. So? Ja. So? Ja, dann ist es nie sehr schief. Dann weiß ich's nicht mehr. Wir haben uns jetzt entschieden, aus Sicherheitsgründen einfach die Sandfläche runterzunehmen und in diese Rille zu legen, falls wir hineinrutschen, dass wir dann nicht extrem schief sind, sondern so mäßig schief. Eins und zwei. Juhu. Perfekt. Also das war sicher eines der krassesten Dinge von der Fahrtechnik her, die wir je gemacht haben. Ich kann immer noch nichts Unvernünftiges dran sehen. Der Schlafplatz ist unfassbar. Ja. Da kommen auch maximal Spaziergänger vorbei. Ja, man sieht weit und breit nur Möwen, keine Menschen. Es ist echt krass.